Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und wir sprechen heute darüber, wie ich eine Satire analysiere. Erstmal, was ist denn so eine Satire? Mit einer Satire versucht der Autor oftmals gesellschaftliche Missstände aufzudecken und das alles auf einer eher satirischen Art und Weise, also das Ganze ein wenig überzeichnet und humoristisch. Und es geht wirklich oft um politische Meinung, politische Standpunkte und die sollen dann über so gewisse Überakzentuierung dargestellt werden. Natürlich geht es nicht immer inhaltlich nur darum, aber das ist schon ziemlich oft Gegenstand einer Satire. Und zuerst mal beginnen wir natürlich, dass wir sie lesen, auch nicht nur einmal, lieber zwei, dreimal gründlich und aufmerksam lesen und ruhig schon mal hier und da wichtige Stellen im Text markieren und vielleicht auch schon sich vorziehende Stilmittel schon mal ein bisschen kenntlich machen und am Rand da kleine Notizen dazu machen. Und das Ganze dann im Endeffekt während des Leseprozesses für sich selbst schon im Kopf schon mal ein wenig analysieren, dass man schon mal so auf jeden Fall weiß, worum es überhaupt geht, was überhaupt Thema dieser Satire ist und schon im Kopf hat, was man denn schreiben, was man aussagen möchte, was für eine Meinung man zu dieser Satire selber hat. Dann verfasst man die Analyse im Präsens, man verfasst sie sachlich und aus der Erzählerperspektive. Am Anfang werden Textsorte, Autor, Datum und gegebenenfalls auch der Erscheinungsort, wenn der bekannt ist, genannt. Und es wird ein kleiner Überblick über den Inhalt der Satire gegeben. Wenn es irgendwie Hauptprotagonisten gibt, dann werden die einmal kurz schon vorgestellt, aber alles, wir befinden uns ja noch in der Einleitung, schön knapp, kurz und bündig. Dann im Hauptteil beginnen wir erstmal mit einer ausführlicheren Inhaltszusammenfassung, einem ausführlicheren Inhaltsüberblick. Da können wir uns natürlich dann immer sehr gut an den 5W fragen, also wer, wo, was, warum und wie. An denen können wir uns da natürlich dann sehr gut orientieren und wenn man diese 5W-Fragen alle abgedeckt hat, dann hat man eigentlich den Inhalt schon relativ gut erfasst und dann geht man ein bisschen genauer ein auf die Figuren und die Beziehungen, die in dieser Satire hier dargestellt werden. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, sind die sprachlichen Stilmittel oder auch die Art von Humor, vielleicht, die verwendet wird. Insgesamt, was sind so kleine Kniffe, was sind so kleine Tricks, die hier irgendwie verwendet wurden, was zieht sich da vielleicht auch ein bisschen durch und weshalb wurde das denn auch so verwendet? Da ist es auf jeden Fall auch relativ wichtig drauf einzugehen, auch schon im Hauptteil auf die Intention und auf die Gedanken des Autors, die er wohl bei seinen verschiedenen Ausführungen so hatte. Und es ist hier auf jeden Fall in der Satire insgesamt schon recht hilfreich, dann da auch das ein oder andere gerne wörtliche Zitat zu verwenden, um nochmal der eigenen Analyse, was die Gedanken sind, um dem nochmal so ein bisschen Ausdruck zu verleihen und dem ein bisschen Boden zu geben. Und wenn man das dann am Ende gemacht hat, im Hauptteil, dann kommt man zum Schluss, gibt erstmal seine eigene Meinung wieder für diese Satire und sagt, okay, ich glaube, das und das war irgendwie das Ziel, das war die Intention und inwieweit wurde das Ganze denn überhaupt erreicht? So, sollte dieser und dieser Missstand satirisch angeprangert werden und wie weit ist das denn geglückt, diesen Missstand anzuprangern? Was halte ich persönlich davon? Und da kann man dann auf jeden Fall auch noch so ein bisschen auf die moralische Ebene, die so eine Satire schon relativ häufig dann hat, eingehen und sagen, okay, aus diesem und diesem moralischen Standpunkt wurde dann auch argumentiert, hat der Autor oder die Autorin aus diesem Standpunkt das Ganze betrachtet und so eine gewisse moralische Perspektive auf die Sache gehabt. Und dann sagst du am Ende einfach im Schlussteil, ob das denn funktioniert hat, ob das jetzt eine scharfsinnige, eine bissige Satire war, die sich relevante politische, gesellschaftliche Themen vorgeknüpft und ja, scharfsinnig aufs Korn genommen hat. Das
klappt nicht immer, das ist gar nicht so leicht. Und je nachdem, was du denkst, ob das hier gelungen ist oder nicht, einfach noch reinschreiben und dann bist du am Ende schon fertig.